There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Was ist hier los? Foto Session? Hier, lass mal Trecker gucken hier, oder habt ihr schon geguckt? Lass mal Trecker gucken hier. Alter, was ist denn das hier für ein Ding? So was habe ich noch nie gesehen. Ja. Bauen die Kennzeichen an. Schöne Arion. Also, ne, wenn du mal einen Reifen brauchst, hier ist, also. Weißt du, wo du dich melden musst, denn? Komplett auseinandergefeiert, das Ding. Ich sehe schon, vorne fehlt auch einfach der Alter. Da hat schon mal einer Gas gegeben. Ja, ne? Hier. Alles schon geschweißt hier. Auch schöne Schlepper. Nun der noch die Vorderachse ohne hier Zentralschmierung. Die, naja, wartungsintensiv, sagen wir es mal so. Oha, der kann was. Hier war tiefenlockerer. Ja, und natürlich überall, ne? Steht Klaas Technik rum, na, gell, neu. Schönes Tempo. Oh, auch nagelneu, ne? Ist das hier Wender? Ja, oh, wer mal einen Frontlader braucht, ne? Ich kenne da welche, die haben da so ein paar. Oh Junge, hier steht so viel geiler Kram rum, ne? Einmal alles mitnehmen, bitte. Schönheiten Weidemann. Ja. Mit so einem auseinandergefeierten Fansitz. Ja, aber das ist geil. Ja, muss irgendwie so, ne? Junge, also ich würde das nehmen. Ich würde das auch nehmen. Das ist auch interessant hier. Das ist ein Schlitzgerät zum Gülle einschlitzen. Da wird der Boden aufgeschlitzt. Hier so ein Räumrechen. Und dann. Da gehen wir zu Hansaflex. Ich brauche mal ein paar neue Schläuche. Ja, vor allem pummeln die da mal alle rein, Alter. Dann kriegst du das Kotzen. Ja. Vor allem, wenn da alles volle Gülle ist, dann kriegst du erst recht das Kotzen. Guck eben. Wenn wir nochmal in Gülle machen wollen, ne? Steht hier schon das passende Fass. Ja, und das Fass steht hier auch scheinbar schon. Naja. Sagen wir mal etwas länger. So, wem die Reifen da hinten noch nicht reichen, ne? Also, freie Auswahl, für jeden was dabei. Zugpendel, Ösen, Felgen, alles dabei. Dreher Schneidwerk. Ist jetzt auch nicht unbedingt das Schneidwerk, was man standardmäßig überall sieht. Da werden quasi Ähren abgeschnitten. Fallen dann mit den Ähren voran auf das Förderband und werden dann zur Mitte befördert.
Und hier in der Mitte gibt es nochmal ein Querförderband, was denn quasi den Einzugskanal fördert. Auch sehr interessant. Amazone, Scheibenegge mit Cross-Cutter-Walze. Ja Leute, so sieht's aus bei schmalen Upal. Nicer Laden, man kann viel sehen und ja, einfach vorbeikommen, wenn ihr Frontlader oder Reifen braucht oder sonst was. Die freuen sich. Warum müsste der auch hier stehen, wenn du den abnimmst oder nicht? Was denn, die Liter? Oh ja, herrlich. Sehe ich mit leer an der Parade. Perfekt. Tja Leute, so sieht das aus, wenn man da mal entspannt 600 Liter reinlaufen lässt. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, das letzte Jahr ist gar nichts gekommen, hatte seine Gründe, da werde ich auch später nochmal drauf eingehen. Aber jetzt kann ich euch sagen, jetzt geht's wieder los mit Videos. Und ich sitze gerade in meinem eigenen Schlepper. Das ist ein Class Xerion 3800 Truck VC, also mit drehbarer Kabine. Die werde ich auch brauchen. Dazu später mehr. Ja, ich habe tatsächlich den Schritt gewagt und mich selbstständig gemacht. Mit meiner eigenen Firma. Ich bin jetzt, ja, Lohnunternehmer. Und ja, dieser Schlepper soll mir jetzt hier zu meinem Glück verhelfen, die ganze Sache groß aufzuziehen. So, müssen wir hier lang? Aha, rechts. Ja Leute, das Fahren ist ganz schön gewöhnungsbedürftig. Nicht unbedingt von der Breite her, sondern einmal die Sitzposition. Der ist gewöhnungsbedürftig und die Allradlenkung. Da muss man ja, sich erstmal dran gewöhnen, an die ganze Geschichte, enge Kurven in Ortschaften und so weiter. Aber ja, das soll wohl alles werden. Ich freue mich gerade schon mit der Karre an. Wir haben jetzt noch 70 Kilometer nach Hause.
Ja, anderthalb Stunden. Der Schlepper läuft 50. Und ja, ich bin gespannt, was es heute noch so gibt. Jetzt waren wir gerade durch Gardebusch. Ja, wild. Und mit dem Frontgewicht vorne drin und hinten nichts in der Heckhydraulik. Man merkt das Gewicht von der Fronthydraulik. Gas! Aber mach richtig Bock. Ohne Scheiß. 1:37 später. Naja, was ist das denn jetzt hier? Scheiße hier. Ja, was soll ich sagen, ne? Alter, was ist das denn für Straßen hier, Junge? Ja, ne? Was soll ich sagen? Dicker. Alles klar. Gut, dass die Parkplätze leer sind hier. Ja, was ist das jetzt für ein Schlepper? Das ist ein Class Xerion 3800 Truck VC. VC steht in dem Fall für die Version mit drehbarer Kabine. Also das heißt, die Kabine kann hydraulisch angehoben und um 180 Grad gedreht werden und wird dann auf diesen Zapfen hier aufgesetzt. Ja, der Schlepper hat einen Caterpillar-Motor drin mit 8,8 Litern Hubraum und 380 PS. Achsen sind Raber-Achsen. Der Schlepper hat Allradlenkung, also Vorderachse und Hinterachse sind gelenkt. Bedeutet, der Schlepper kann allradlenkungsmäßig ja sehr wendig um die Kurve fahren. Der Schlepper kann aber auch Hundegang fahren zum Beispiel, zwecks Bodenschonung. Das werden wir auch alles noch ausprobieren. Wir haben Reifen rundum der Größe 870 R38 drauf. Was noch eine Besonderheit an diesen Xerions ist, die haben keine gefederten Achsen. Also hinten ist eine Starrachse und vorne ist eine Pendelachse, allerdings auch nicht gefedert. Das einzige, was hier gefedert ist, ist die Kabine. Hier in diesem Fall pneumatisch. Gibt die Schlepper auch mit mechanisch gefederter Kabine, aber da ist diese pneumatische Kabinenfederung doch deutlich besser, weil, naja, also man merkt schon auf der Straße, dass der keine Achsfederung hat, ne? Und dann ist so eine pneumatische Kabinenfederung schon echt von Vorteil. Ja, der Schlepper hat permanenten Allradantrieb, besitzt sperrbares Getriebedifferential und sperrbare Differenziale an den Vorder- und Hinterachse. Ja, fährt 50 km/h, stufenloses Getriebe, ZF, Ecom 3.5. Ja, dann ist der Schlepper ausgerüstet mit einem hydraulischen Oberlenker. Den wollte ich gerne dazu haben, weil ich den brauche. Ja, wir haben 5 doppelt wirkende Steuerventile im Heck. Load Sensing Ausstattung, also das heißt Steuerleitung, Druckleitung und drucklosen Rücklauf. Der Schlepper ist ausgestattet mit Isobus. Also das heißt, ich müsste in der Kabine den Isobus-Terminal verbauen, dann kann ich hier mit Isobus-fähige Geräte fahren. Ja, hat eine Zweikreis- und eine Einkreis-Druckluftbremsanlage. Jetzt haben wir hier noch ein Zugpanel montiert, das werde ich nicht benötigen, das baue ich dann erstmal ab. Ich habe für den Schlepper auch noch ein automatisches Zugmaul dazu bekommen und eine K80, die dann hier im Schlitten angebaut werden. Ja, Unterlenker Kategorie 3. Meine ich.
Also 4 ist es nicht. Ich weiß nicht, ob es bei 3 nochmal so ein Zwischending, ich glaube 3N oder sowas gibt. Da bin ich mir jetzt aber selber gar nicht sicher. Was gibt es noch so zu sagen? Vorne haben wir dann noch ja, einen Frontkraftheber. Auch nochmal mit 4 doppelt wirkenden Steuerventilen. Ein druckloser oder ein Rücklauf oder ein einfach wirkendes Steuerventil. Und auch vorne haben wir die Ausstattung mit 3-poliger Steckdose, 7-poliger Steckdose und Isobus. Genau, Front- und Heckkraftheber sind doppelt wirkend. Also eigentlich eine schöne Sache. Ja, dann habe ich noch ein Frontgewicht mit dazu bekommen. Das habe ich noch mit reingehandelt. Das ist ein Suhr Frontgewicht 1,6 Tonnen. Und dann beende ich das Video hiermit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wie gesagt, jetzt kommt wieder regelmäßig Content auf meinem YouTube-Kanal. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt und mich auf meinem Weg begleiten wollt. Und lasst gerne ein Like da, wenn euch der Schlepper gefällt. Teilt das Video gerne und dann sehen wir uns demnächst wieder. Haut rein!